wir sagen nochmal Glückwunsch, dass wir uns in dem Monat befinden von Sayyidina Mohammeds Geburt, sallallahu alaihi wa sallam, Rabi'ul Awwal. Wir sagen jeden Tag dazu Glückwunsch und wir sollen in diesem Monat und sowieso immer, aber auch in diesem Monat jeden Tag uns über seinen Geburtstag freuen. Because most important thing for us, Allah order to praise Prophet sallallahu alaihi wasallam. Denn das Wichtigste für uns ist, den Befehl von Allah Jalla Jalaluhu einzuhalten, als er zu uns sagte, wir sollen den Propheten sallallahu alaihi wasallam preisen. Every occasion we must remember, we must praise Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sollten wir jede Gelegenheit nutzen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lobpreisen und uns an ihn zu erinnern. It's because in Quran order Allah Azza wa Jalla saying, بسم الله الرحمن قل إن كنتم تحبون الله فقل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله. If you are love Allah, you must follow me to make Allah love you. Weil im Koran steht geschrieben, Allah Jalla Jalaluhu sagt zum Propheten, ja, spricht zu ihm, sagt, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Ja, der Prophet sagt das, also wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir und dann wird Allah euch lieben. As much you are following Prophet, you're coming higher, you become higher from other people. Allah praise you, make you higher. Und so sehr wie du den Propheten liebst, sallallahu alaihi wasallam, so sehr wird Allah dich erhöhen zwischen den Menschen. These people, the same. Allah create all people same, only with His love of Prophet, they are becoming different from other. Und alle Menschen sind gleich. Allah hat alle Menschen gleich erschaffen. Nur durch die Liebe von Allah, Jalla Jalaluhu, und Liebe von Prophet, sallallahu alaihi wasallam, unterscheiden sich die Menschen voneinander. For this we see the most highest people near Prophet or after Prophet sallallahu alaihi wasallam, who they are following him, looking what he do, say they try to follow 100%. Und deswegen sehen wir, dass die Menschen, die nach Prophet sallallahu alaihi wasallam am meisten erhöht wurden unter den Menschen, waren diejenigen, die ihm am meisten gefolgt sind, ja, die alles gemacht haben, was er gesagt hat, 100% gefolgt sind. For this, the most closest one, he was Sayyidina Abu Bakr, all time with him, he follow him, after him, other Sahaba, old Sahaba, between them different, but who are more follower doing what to Prophet sallallahu alaihi wasallam, he become higher in degree. Und so war es Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, der engste Gefährte von Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil der höchste unter ihnen, weil er immer genau das getan hat, was der Prophet getan hat oder was der Prophet gesagt hat, ohne auch nur ein ganz bisschen davon abzuweichen. Und so waren auch unter den Sahaba, es gab verschiedene Level, ja, je nachdem wie sehr sie ihm gefolgt sind, ja, in dem Maße waren sie erhöht auch. Also das war Prophet sallallahu alaihi wasallam was saying, Ashab kanujum bim qadaytum ihtadaytum, my companion like a star, which one you follow them, you will be in the right way. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Gefährten sind so wie Sterne. Wem auch immer ihr von ihnen folgt, ja, wenn ihr einem von ihnen folgt, dann werdet ihr recht geleitet werden. But we are very sensitive, looking what Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, doing, they are quickly doing same. Weil die Gefährten von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die waren
ganz vorsichtig mit diesen Dingen. Ja? Die haben genau geguckt, was der Prophet macht, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und dann versucht, so gut wie möglich dem zu folgen und sofort das umzusetzen. For this there was the best companion, best time for Ummah, time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, his companion. Und deswegen war seine Gemeinde, seine Gemeinschaft, die Gemeinschaft und die Sahaba vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, das war die beste Zeit, die es je gab. After them also Awliya Allah, ulama, they are looking what Prophet Sam doing, what he is doing, we call it Sunnah. What Prophet Sam done, it is Sunnah meaning. Und das ist die Bedeutung von Sunnah. Ja, Sunnah ist das, was Prophet Sam gebracht hat, ja, seine Lebensart ist die Sunnah. Und nach den Sahabas waren es die Gelehrten und die echten Gelehrten und die Heiligen, die versucht haben, so sehr wie möglich dieser Sunna vom Prophet zu folgen, alles umzusetzen. There was seeing, there was with Prophet sallallahu alaihi wasallam, so they are teaching people after them. Other people, ulama, they are hearing what Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, and they are writing from this Sunnah. Und die Sahaba, die haben das gesehen, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und haben das dann so einfach der nächsten Generation weiter beigebracht und vorgelegt. Und die Ulema, die Gelehrten, die haben aber gehört, was der Prophet getan hat, von seinen Taten, von seinen Aussprüchen, und haben das dann aufgeschrieben, was er gemacht hat. Sunnah not like fard, not obligatory, but is very important. Und Sunnah hat zwar nicht den Status von fard, das heißt diese Lebensart von Prophet, sondern nicht den Status von Pflicht, die uns aufgetragen wurde, aber trotzdem ist die Sunnah sehr, sehr wichtig. Fard obligatory, you must do it. This, you know, you cannot run away from this. If you run later, you can make it again. Und Fard ist eine uns auferlegte Pflicht, von der wir nicht weglaufen können. Diese Pflicht können wir nicht entkommen. Wenn wir die verpassen, dann müssen wir das nachholen, die Pflicht. But Sunnah, you cannot do it again. Aber Sunnah ist das nicht so. Sunnah kannst du gar nicht nachholen. And Fard, when you are miss fard and you make it later, you cannot reach the reward what Allah gave if you do it in time, what His order, like praying five times. If you don't make it same time, make it later, you cannot reach the reward or Allah pleasure for this. Und beim Fard ist es so, dass du, auch wenn du das Fard nachholst später, bekommst du nicht die gleiche Belohnung von Allah Jalla Jalla dafür. Du kannst es zwar nachholen, aber nicht mit derselben Belohnung. So ist es auch bei den fünf Gebeten. Wenn du sie zum Beispiel nicht in der richtigen Zeit betest und später nachholst, dann bekommst du nicht, also wird Allah nicht genauso zufrieden mit dir sein und dich genauso belohnen, wie wenn du das Fard zur richtigen Zeit erledigt hättest. If you miss, you not fast one day from Ramadan, obligatory one Fard. If whole life you fast until end of your life, you cannot reach the reward of this. Und beim Ramadan ist es zum Beispiel so, wenn du einen Tag vom Ramadan verpasst, ja, auch unbegründet, und dann kannst du dein ganzes Leben fasten und du wirst nicht die gleiche Belohnung bekommen, die du an diesem Tag bekommen hättest in dem Ramadan. Allah saying, "Auzu billahi minash shaitanir rajim, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim."
You think it is nothing, but in the divine presence of Allah, it is a big thing. Und so sagt auch Allah im Heiligen Koran, manchmal denkt ihr, eine Sache ist klein oder eine Sache ist unbedeutend, aber bei Allah, Jalla Jalaluhu, ist es eine ganz große Sache und sehr viel wert. Because he gave you something he is not in need for your fasting or praying, but for you. When you are not doing this, he gave you this precious thing and you didn't do, he is not happy with you. Und Allah Jalla Jalaluhu braucht nicht deine Gebete noch dein Fasten, aber er hat uns das als Geschenke gegeben, ne? Dass wir dadurch eben seine Zufriedenheit erreichen können. Und wenn wir das nicht nehmen, diese Geschenke, dann ist er unglücklich mit uns. So ulama and mashayikh awliya, they was following in Prophet sallallahu alaihi wasallam sunnah and what he show us. Und so waren die Gelehrten und die Heiligen, ja, die waren in den Fußstapfen von Prophet sallallahu alaihi wasallam und sind seiner Sunnah, seiner Lebensart gefolgt. There is many sunnah, many people they forget about it, but still they have in book, but as much, of course, we are cannot do 100% because we are ordinary people. Just as much we can do, easy. There are many of them easy. You can do it, but intention of to imitate Prophet, to follow Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah reward you for this. Und viele von den Sunnas, die werden heutzutage nicht mehr umgesetzt. Die wurden vergessen, man findet sie vielleicht noch in Büchern, aber wir sollten versuchen, so viel davon zu machen, wie wir können, von dem, was wir wissen, so viel wir können. Es gibt viele von denen, die sind sehr einfach umzusetzen. Wir können natürlich nicht 100% machen, wir sind alle gewöhnliche Leute, aber je sehr wir uns bemühen, dass wir der Sunna vom Prophet folgen, sallallahu alaihi wasallam, so wird Allah uns auch dafür belohnen. With this good intention and love to Prophet, to follow him, the most of Tariqa Mashaykh, they are in this way. They are following, they try and to teach their follower also. Mit dieser Intention, einem Propheten zu folgen, sallallahu alaihi wasallam, und den Propheten zu lieben, ja, das ist, was die Tariqa, also die Sufi-Orden, was sie den Menschen lehren und was sie selber folgen und auch den Menschen weiter mitgeben. Sometimes something happens for them, they are happy with what happened for them, even it is very difficult. Und manchmal ja, passieren denen Sachen und die sind glücklich damit, auch wenn das schwierige Sachen sind, was die treffen, die sind trotzdem zufrieden damit. Once Sheikh Bahauddin Bukhari said, Imam Naqshbandi, our Imam, he was in Hajj and he said something happened. He said, my son, Allah will take him. Und einmal war unser Imam, der Imam von unserem Weg, von unserer Tariqat, Shahbahuddin Naqshband, Muhammad al-Rais Bukhari, er war auf Hajj, da ist ihm etwas passiert und dann wusste er, dass Allah seinen Sohn nehmen wird. When he came back to Bukhara, they told him, your elder son, he passed away. Und so ist es auch wirklich geschehen, als Shah Naqshband zurückkehrte nach Bukhara, dann wurde ihm mitgeteilt, dein ältester Sohn ist verstorben. What he done when he hears this? Normally people, they cry, they feel very sorry if something happens. The most difficult to lose son or
it is the most difficult in life. Und ja, was hat wie hat reagiert Shahbaum? Ja, normale Leute, die würden weinen und am Boden zerstört sein, dass dir dein ältester Sohn genommen wird, das ist eine der schwierigsten Sachen, die dir überhaupt in deinem Leben passieren können. But what happened? He was extremely happy. Wie hat reagiert? War sogar glücklich darüber, extrem glücklich darüber. Why he was happy? Because his alhamdulillah, prophet also he lost his son passed away, my son also passed away. I follow prophet 100%. Also, warum war so extrem glücklich darüber? Weil direkt daran gedacht hat. Dass Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dem Propheten dasselbe passiert ist. Ihm wurde auch sein Sohn oder sogar mehrere Söhne genommen. Und so hat Shahbaum den Nachspann, der hat gesagt, ich bin so glücklich, weil Allah lässt mich machen, dass ich Prophet 100% folgen kann. This is the apple of Awliya, the Mashaykh, who we follow them. Und das zeigt, wie intensiv die Liebe ist von den Heiligen, zu den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das sind diejenigen, die wir, denen wir folgen. He said, I didn't leave any sunnah of Prophet sallallahu alaihi wa sallam without doing. I do every sunnah of Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Shah Nashban sagte, es gab keine Sunnah vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die ich nicht gemacht habe. Yeah. All Mashaykh like this. Mashaykh and the Sultans also. And Alhamdulillah, gepriesen sei Allah, alle Mashaykh sind so, alle Sheikhs sind so, und auch die Sultans waren so. And special Ottoman Sultan, Alhamdulillah. Und speziell die Sultane des Osmanischen Reiches. And there was I forget now which Sultan Murad, maybe he built biggest mosque in Bursa, and he said he must imam to pray for this, but ulama say he said I have one condition for this. Und einer von den Sultanen, der errichtete die größte Moschee in Bursa, und dann brauchte man natürlich einen Imam dafür, für diese Moschee, und dann sagte er, ich habe aber eine Bedingung dafür. He said, I want to one who not miss any sunnah of Asr, because Asr Sunnah is not Sunnat Mu'akkada, many people they are not doing, but in that time they are everybody doing, but some maybe sometimes not doing. Nobody appear. Er sagte, ich will jemanden haben, der nicht einmal die Sunnah von dem Nachmittagsgebet verpasst hat. Es gibt viele Leute, die das gar nicht machen. Früher war das klar, das ist wie Sunnah Mu'akkada, eine sehr starke Sunnah, die man macht. Nobody appeared. He said, "I will pray. I didn't miss any sunnah." Und als er das sagte, ja, dann tauchte keiner auf, der sagen konnte, ja, ich kann Imam hier beten. Und dann sagte der Sultan selber, okay, wenn keiner von euch diese Bedingung erfüllt, dann will ich selber Imam machen, weil ich habe diese Sunnah noch nicht verpasst. The Sultan all they said. We are servant for Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und die ganzen Sultane, die sahen sich selber als Diener von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are not Sultan, we are just servant for him, for his nation, for Ummat Muhammad. Sie sagten, wir sind keine Sultane, sondern wir sind einfach nur Diener der Gemeinschaft von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For this, the Sultans, they are most oppressed people from shaitan people. Und deswegen sind die Sultane diejenigen, die am meisten attackiert werden von den Dienern von Shaitan.
what they are jealous from them, what they going showing people good way, good thing, justice, every good thing. This is not good for this shaitan people. Yeah, the shaitan, the Hamdi Sultan, hat es fein gesehen, weil die Sultane haben den Menschen alles Gute gezeigt, alles Gute beigebracht. Und so waren die neidisch auf die und haben die sich zum Feind genommen. Ja, die Shaitan haben die unterdrückt. They are doing, they done the most sacrifice from their life, from their every good thing for serving Ummah, for sake of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Sultanen, die haben für diese Mission ihr ganzes Leben und alles, ganze Persönlichkeit und persönliches Leben aufgeopfert, um der Gemeinschaft von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dienen zu können. And they are accused with thing, it is not happen at all. Und die Leute machen über die, erfinden über die falsche Anschuldigungen, ja, um die zu degradieren. Und das sind Sachen, die niemals überhaupt passiert sind. Einfach nur Lügen. At Allah, his witness, his the justice, it will be appear, inshallah. Aber Allah Jalla Jalaluhu ist der beste Zeuge und er bringt die Gerechtigkeit und so wird auch die Wahrheit ans Licht kommen. This is most important thing. This, they do this for sake of Prophet, for sake of Allah Azza wa Jalla. If they are following their ego, it will be different. It was. Und das Wichtigste ist, dass die alles, was die gemacht haben, für Allah Jalla Jalaluhu und für Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht haben. Wenn sie ihrem Ego gefolgt wären, dann wäre alles ganz anders gewesen. For this, we must take these great people example for us, for how they are was serving, how they was, how they are very great in everything. You people now, they think themselves, they are clever, they have more intelligence than this. But these people, they was 100,000 times more intelligent from this. Und so sollen wir uns diese großartigen Persönlichkeiten und die, solche Menschen als Beispiele nehmen und ihnen folgen und zu ihnen aufschauen. Ja, und jetzt die meisten Menschen schauen herab auf die und sehen sich selbst als intelligenter und cleverer und großartiger an, aber das ist nicht so. Die Sultane, diese Art von Menschen, die waren vielleicht tausendmal cleverer als die, die denken, dass sie so clever sind wie die. For this Allah give them this power to save way of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat Allah Jalla Jalaluhu ihnen diese Kraft gegeben, um den Weg vom Prophet sallallahu alaihi wasallam zu retten. There was defender of Prophet Islam. Und sie waren diejenigen, die den Islam verteidigten. Giving justice for Muslim and non-Muslim also, no different. Und die haben Gerechtigkeit gebracht auf dieser Welt, zwischen Muslimen und auch zwischen Nicht-Muslimen haben sie Gerechtigkeit gebracht. This is order of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Warum haben sie das gemacht? Weil das ist ein Befehl von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das zu machen. If Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, if anyone harm non-Muslim in Muslim country who following rule of country, he must be, his punishment double from Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand einem Nicht-Muslim schadet, ja, ohne Begründung, und dieser Nicht-Muslim folgt ganz normal den Regeln des islamischen Landes und ihm wird geschadet durch einen Muslim, dann bekommt derjenige die doppelte Strafe dafür. And, all these sultans
following this order very sensitively. Alle Sultane haben sehr viel Wert darauf gelegt, diese Befehle genauestens umzusetzen. For this there was long sultanate ruling Islam, Khilafat of Islam with them. Und deswegen war währte dieses islamische Reich sehr, sehr lange, war ein sehr mächtiges Reich. So we are thanking Allah for this ni'mah of be in this way of them, this great people, from Sultan, Zahiri Sultan, and Ma'navi Sultan. Und so bedanken wir uns bei Allah und preisen Allah dafür, Jalla Jalaluhu, dass er uns ausgewählt hat, dass wir auf deren Weg sein dürfen, ja? Den Weg von diesen großartigen Menschen, den Sultanen auf weltlich und auch den Sultanen, den spirituellen Sultanen, dass wir auf deren Weg auch sein dürfen. Each Sultan of Ottoman, he has Sheikh, he's under commander of Sheikh, is following Sheikh. Und jeder von den osmanischen Sultanen hatte einen Sheikh und so intensiv, dass er die Befehle des Sheikhs umgesetzt hat und dem Sheikh gefolgt ist. The spiritual power was power of Sultan ruling, alhamdulillah, it was. Und deswegen hatten die eine Art spezielle Kraft, mit der sie herrschen konnten. When they take this, they finish. Und als das genommen wurde, dann war das Osmanische Reich zu Ende. Allah, inshallah, send us Sultan to make justice for whole world, inshallah. Möge Allah, Jalla Jalaluhu, uns den Sultan senden, der die gesamte Welt mit Gerechtigkeit erfüllen wird. Amen. Wa min Allah, Tawfiq, Al-Fatiha. Fatiha.